Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns an von Kollega Paranoia Facebook exklusiv. Und ja, ich habe mir nämlich gedacht, da momentan bei den Releases, die am Freitag so rauskommen, jetzt nicht allzu viel dabei ist teilweise, was ich so wirklich feier. Mittlerweile ist, ich glaube, wirklich über 90% ist für mich einfach Müll. Sorry, wenn ich das so sage, aber 90% mittlerweile gefühlt, was rauskommt, ist heutzutage für mich einfach Müll und ich will nicht so tun, als ob ich das alles überkrass finden würde und bei jedem Song dann schreiben, boah, krasser Vibe, krasse Hook, übertrieben geiles Ding, Album wird krass und so, nur damit die Leute mich in ihrer Insta-Story reposten oder sowas. Ich habe mir deswegen gedacht, wir machen hier ein Format, wo ich so meine Deutschrap-Favorites einfach nochmal anschaue, ja, die ich lange nicht gehört habe, die schon ein bisschen älter sind. Und ja, da ist mir spontan, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was könnte man zeigen, was ist schon ein bisschen länger her oder so, habe ich natürlich drüber nachgedacht, gerade die alten Dinger von Kolle, da werden halt viele bei sein, ne, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, die ich früher extrem oft gehört habe, gefeiert habe. Ihr könnt mir gerne Vorschläge schreiben, ihr könnt mir auch gerne Vorschläge für das Format schreiben oder so, für den Namen, irgendwie alles Mögliche, was euch an Ideen zu dem Format kommt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ihr könnt überhaupt erstmal schreiben, ob euch das überhaupt gefällt, diese Idee, oder ob ihr das scheiße findet. Dann lassen wir das einfach auch komplett sein. Ich dachte mir einfach nur, wir probieren mal was aus. Wenn euch das gefällt, dann gebt mir gerne Feedback in den Kommentaren oder lasst einen Daumen oben oder Daumen nach unten da, je nachdem, wie ihr es halt findet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Track hier an, denn den habe ich damals brutals gefeiert. Ich weiß gar nicht mehr, bei wie viel Likes Kolle das damals gemacht hat. Kolle hat damals, als Facebook noch benutzt wurde, hat Kolle für alle 100.000 immer so einen Free-Track rausgehauen. Ich glaube, es war 500.000 oder waren es 800.000 sogar? Nee, ich glaube 800.000. 500.000 war, glaube ich, einer, der gar nicht so gut ankam. Ich meine, es waren 800.000 Likes. Doch, ich glaube, da ist sogar eine Line mit drin. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil ich habe den lange nicht gehört. Ich benutze den Beat ab und zu in meinen Videos, weil ich den damals gekauft habe bei Boss of the Beats. Aber jetzt genug gelabert, Freunde. Wir hören mal in den Track rein. Wie gesagt, ich freue mich mega drauf. Ich habe es lange nicht gehört. Let's do it, Alter. Ja, den Beat habe ich, wie gesagt, schon 80.000 Mal gehört, weil ich den halt auch öfter, wie gesagt, in die Videos packe. Deswegen kam mir auch wahrscheinlich die Idee, den Track als erstes zu nehmen hier. Also, Kollega Paranoia Free Track, produziert von Phil Fanatic und Hook Beats, die, glaube ich, ja zusammen dann bosshafte Beats gemacht haben. Mir egal, was du da draußen meinst, es ist der Boss, ich hab 800.000 Likes. Ja, 800.000 Likes. Das war damals krass dann auf Facebook. Als, ich glaube, Kolle hat dann innerhalb von wirklich in dieser King-Promo-Zeit, hat er dann auf einmal fast 2 Millionen dann direkt gehabt. Und so Kolle ist ja damals in dieser Zeit so 2013, 2014, das war halt sein Hype, ne? Also 2014 war halt das Jahr, wo er alles abgerissen hat mit King. Ich hab 800.000 Likes. Yo, Cory, komm, Freetrack, freuen sich die kleinen Sträucher. Komm, ey, pass auf. Allein wenn ich das höre, ne? Komm, Cory, freuen sich die kleinen Sträucher, so, das war halt ultra geil einfach. Sträucher, komm, ey, pass auf. Ey, der Boss, ich debattiere bei Markus Lanz über die Unzulänglichkeiten seines Armumfangs. Direkt erste Killerline, ja. Sorry, also wenn ich oft Stopp drücke, das wird bei dem Format hier noch öfter der Fall sein, als bei den neuen Songs und so, weil ich halt viel detaillierter ein bisschen drauf eingehen möchte, so, warum ich die Tracks auch so feier oder so gefeiert habe. Allein die erste Line, ich debattiere bei Markus Lanz über die Unzulänglichkeiten seines Armumfangs, ist einfach Ultra-Killer direkt, ne? Mega Lachkick. Ich debattiere bei Markus Lanz über die Unzulänglichkeiten seines Armumfangs. Sammys Schminke ist verlaufen, er ruft Eyeliner herbei und schon sprintet Herr Tutorial mit Eyeliner herbei. Sammys Schminke ist verlaufen, er ruft Eyeliner herbei und schon sprintet Herr Tutorial mit Eyeliner herbei. Übertrieben krasse Line, meiner Meinung nach. Sammy Slimani hier schön, so ein kleiner Seitenhieb. Er ist ja jetzt nicht mal wirklich ein Diss, so ist halt einfach ein Wortspiel, was cool gemacht ist, ne? Mega feierbar. Er ruft Eyeliner herbei und schon sprintet Herr Tutorial mit Eyeliner herbei. Kid, ich flieg nach Ibiza und geh Pillen dealen am Raver. Spuck ich Silben auf Beats, flieh in Film, schiebe der Hater. Niemand will Beef mit Kollega, denn er killt G's. Ey, du siehst den MILF-liebenden Player auf Wild schießen wie Jäger. Du siehst den MILF-liebenden Player auf Wild schießen wie Jäger. Ist auch einfach generell, Kolle kommt auf diesen Beat meiner Meinung nach wirklich komplett bosshaft. Das ist einfach ein Beat, der wie für Kollega gemacht ist. Ist ja auch für Kollega gemacht, also, aber ihr versteht, was ich meine, also Kolle passt halt perfekt drauf, ne, ultra nice.
Einfach die Atmosphäre, die da auch so rüberkommt, finde ich einfach killer. Playoff will schießen wie Jäger. Der Mac im Hammer Jeep, fresh und attraktiv. In hohen Kreisen unterwegs wie ein Wettersatellit. Ich mach Cash bei Straßendeals und hab die Konkurrenz im Griff. In Tech9-Magazin oder Maclight-Batterien, das ist heftig. Es ist halt auch einfach von der Lyrik her, von der Reimtechnik hier wieder ultra geil, ne? Tech9-Magazin oder Maclight-Batterien, das ist Selfmade-Gangster-Business. Lass damit ich auch noch zukünftig Mercedes-Benz verbitches in der Table-Dance-Bass-Rippen. Und ich weiß, dass meine Geschäfte optimal laufen werden. Du fragst dich bei deinen Geschäften, optimal laufen werden. Auch ein geiler Spit, ne? Ich weiß, dass meine Geschäfte optimal laufen werden. Du fragst dich bei deinen Geschäften, optimal laufen werden. Auch generell, der Part war einfach ultra krass. Also richtig, richtig geil. Hammer-Part einfach. Du fragst dich bei deinen Geschäften, optimal laufen werden. Street Rap, bitch, ich klatsch dich dahin wie diesen Free Track. Ich hab nen Bizeps wie He-Man, du fliegst jetzt. Yeah, ich predige wieder Gewalt in Songs. Rapper haben Paranoia, weil mein Album kommt. Sorry, dass ich jetzt pausiere gerade, aber wisst ihr, was ich damals für, wie ich abgegangen bin, als er diese Line gedroppt hat? Rapper haben Paranoia, weil mein Album kommt. Als Kolle damals dann sein Album damit so angekündigt hat, sag ich mal, ich hab das unnormal abgefeiert, ne? Ich hatte Gänsehaut, glaube ich, damals. Das weiß ich noch. Und das ist halt auch wirklich, also Kolle ist ja generell immer noch, was Punchlines angeht, würde er immer noch gefühlt alles auseinandernehmen. Damals war sein Standing aber nochmal ein bisschen krasser, besser eigentlich, als es jetzt ist. Das muss man auch als Kolle-Fan einfach mal so sagen. Ich glaube, damals hatten wirklich einige Rapper tatsächlich Paranoia, weil sein Album halt angekündigt wurde, ne? Bizeps wie He-Man, du fließt jetzt. Yeah, ich predige wieder Gewalt in Songs. Rapper haben Paranoia, weil mein Album kommt. Street Rap, bitch, ich klatsch dich dahin wie diesen Free Track. Ich hab nen Bizeps wie He-Man, du fließt jetzt. Yeah, ich predige wieder Gewalt in Songs. Keine Chance, yeah. Rapper schieben Paras, weil mein Album kommt. Hook gefällt mir auch vom Soundtechnischen einfach ultra gut. Kolle kommt auf dem Beat einfach mega krass. Schieben Paras, weil mein Album kommt. Ey, der Mac mit dem Alpha-Gen. Back im Geschäft, Kid, dein Rap ist wie Faltencreme. Er lässt mich nicht alt aussehen, dein... Ist halt hier geil betont, ne? Rap ist wie Faltencreme. Lässt mich nicht alt aussehen. Ist jetzt zwar nicht die innovativste Line, die Kollege gebracht hat, aber ist auch cool. Lässt mich nicht alt aussehen, dein Lächeln wird bald vergehen. Wenn ich unterm Sweatshirt von Ralph Lauren die Tech aus dem Halfter nehm. Rapper mit Alk-Problemen beenden ihre Rap-Karrieren, weil sie schlechter werden, wie ein Metzger-Lehrling. Weil sie schlechter werden... Wie ein Metzger-Lehrling. Auch geil. Auch wirklich. Also Kolle hat halt in dem Track hier wirklich eigentlich gefühlt dauerhaft wie oft halt immer Wortspiele, Vergleiche, Punchlines, alles on master, ne? Und das auf diesen Beat, wirklich, ich liebe diesen Beat, deswegen nehme ich den auch für die Videos teilweise und habe mir auch damals gedacht, ganz ehrlich, ich muss den einfach haben. Der Beat ist heftig. Einfach geisteskranker Beat, wirklich. Weil sie schlechter werden, wie ein Metzger-Lehrling. Jetzt mal ehrlich, wäre das Game eine Marathon-Rennbahn, wäre ich im Ferrari am Lenkrad, mit dem Arm aus dem Fenster. Während andere Rapper hechelt, atmen und joggen. Außer Lars, denn er wurde unter mysteriösen Umständen vom Startschuss getroffen. So geil, ne? Er wurde unter mysteriösen Umständen vom Startschuss getroffen. Das ist einfach nur gut. Getroffen. Deutschrapper sind merkwürdig, starten per Twitter-Beef, doch trifft man sie, dann zittern sie und salutieren ehrfürchtig. Kollege der King, majestätisches Erscheinungsbild, Frauen bestaunen mein ästhetisches Erscheinungsbild. Majestätisches Erscheinungsbild, Frauen bewundern mein ästhetisches Erscheinungsbild. Also was Kolle halt in dem Track hier in ja, fast 3 Minuten lyrisch einbaut, hauen 90% der Deutschrapper heutzutage in ihrer ganzen Karriere nicht mehr raus, ne? Ist halt einfach nur anderes Level. Frauen bestaunen mein ästhetisches Erscheinungsbild. Sie lernen den Webboss kennen, lernen den Sexgott kennen, doch sind am Ende der Nacht nichts als Kerben im Bettpfosten. Lernen den Rapgott kennen, lernen den Sexgott kennen, sind am Ende der Nacht nichts als Kerben im Bettpfosten. Es ist einfach nur vom Humor und von den Lines her einfach so gut, ey. Absolut feierbar, Mann. Lerne den Sexgott kennen, doch sind am Ende der Nacht nichts als Kerben im Bettpfosten. Street Rap, bitch, ich klatsch dich dahin wie diesen Free Track. Ich hab nen Bizeps wie He-Man, du fließt jetzt. Yeah, ich predige wieder Gewalt in Songs. Rapper haben Paranoia, weil mein Album kommt. Street Rap, bitch, ich klatsch dich dahin wie diesen Free Track. Ich hab nen Bizeps wie He-Man, du fließt jetzt. Yeah, ich predige wieder Gewalt in Songs. Keine Chance, Rapper schieben Paras, weil mein Album kommt. Ich will gar nicht wissen, mit so einer Bombe, die er hier gedroppt hat,
wie viele Rapper wirklich irgendwie, die damals so ein bisschen Beef mit ihm hatten und Lines erwarten mussten, da hatten wirklich, glaube ich, echt ein paar Paranoia. Also deswegen passt der Name des Tracks meiner Meinung nach auch wirklich gut, ja. Und das war der Beginn quasi von Kollegas Aufstieg. Also Kolle hatte damals schon eine große Fanbase, er hatte Reichweite, aber er war dann noch nicht komplett on the top so. Und als das losging, so diese Promophase mit diesen Free Tracks und seine King-Promophase danach und sowas, da ging es halt richtig ab. So, JBG 2 hat auch schon alles auseinandergenommen, aber ja, ich glaube, mit JBG 2 und danach, da, das war halt die absolute Hochzeit von Kolle, meiner Meinung nach. JBG 2, King, so, klar, er hat auch vorher schon geile Sachen gedroppt, aber ich meine jetzt mit Hochzeit nicht seine persönliche, von den Tracks her, wie geil sie sind, sondern einfach nur von seinem Erfolgslevel. Das meine ich damit, ne? Wer jetzt welche Alben von ihr am besten fandet und wann ihr Kolle am meisten gefeiert habt und welche Tracks ihr am besten fandet, das muss jetzt nicht unbedingt zu seiner größten Erfolgszeit gewesen sein. Ihr könnt auch die älteren Dinger am besten finden oder die neueren von mir aus auch, aber die meisten finden ja eher die ganz alten Sachen am krassesten. Aber das war halt die Zeit, in der Kolle Mainstream war, sag ich mal, ne? Oder Mainstream geworden ist. Wieder Gewalt in Songs, keine Chance. Rapper schieben Paras, weil mein Album kommt. Und Mainstream meine ich jetzt nicht negativ, sondern einfach nur jeder kannte dann Kolle und jeder hat Kolle gehört damals, ne? Ja, einfach richtig krankes Teil. Richtig krankes Teil. Also, schreibt mir mal gerne, wie gesagt, eure Vorschläge zu dem Format hier oder ob ihr das überhaupt feiert. Generell einfach an Feedback alles gerne in die Comments. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich einfach vielmals fürs Zuschauen. Checkt auf jeden Fall das Original natürlich auch aus, falls ihr den Track noch ein bisschen hier pumpen wollt bei YouTube. Der Link ist natürlich wie immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Auf Spotify gibt es den aber, glaube ich, auch. Von daher, gönnt euch auf jeden Fall. Habt einfach noch einen wunderschönen Tag. Bleibt vor allem gesund, Leute. Und ciao.